Willkommen zurück bei Blue Reflection Second Light. Wir haben hier ein Loch in der Decke. Also das Ganze ist undicht. Wie ihr seht, es schüttet extrem draußen. Und unsere Mädels wollen das Loch stopfen. Und dafür sollen wir natürlich in die Ferne gehen, um Materialien zu suchen. Ich mache mich hier auf den Weg. Und wenn ihr euch das Ganze gefällt, lasst doch ein Like da oder im besten Fall sogar ein Abo. Ich freue mich auch immer über positive Kommentare. Oh, ist der Weg durch Wasser versperrt? Die fragen sich jetzt, sind hier irgendwelche Fische? So, ne. Ich sehe hier keine. Also, heute werden wir bestimmt keine fangen. Das Wasser hier ist nicht salzig, also kann es kein Meer sein. Sind hier nur Frischwasserfische? Ich glaube nicht, dass wir uns darüber Sorgen machen brauchen. Solange hier leckere Fische für uns zum Fangen sind. Ich glaube, du hast recht. Vielleicht mache ich hier eine Angelstation, wenn ich die Zeit dazu habe. Okay. Ich glaube, ich hatte gelesen, dass man hier verschiedene Sachen herstellen oder hier die Schule Sachen verbessern kann oder umgestalten kann. Oh, wir sehen hier, unsere Uniform wird nass. Also hier gibt es auch wirklich einen Effekt, Wettereffekt an der Uniform. Ich sammle immer gerne alles. Also. Ja, mit den Sachen. Das war eine Sekunde zu spät, aber der hat noch ein Item, das wir nicht freigeschaltet haben. Also ein geheimes Item mit Fragezeichen, das wir noch nicht bekommen haben von ihm. Weiß ich nicht, ob wir jetzt da Glück hatten oder nicht. Wir haben bisher Glück hier in der Ebene gehabt. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas Nützliches finden werden. Ich vermute, das heißt, wir müssen nach da hinten gehen. Das ist die Ecke, wo dieser starke Dämon war, den wir zuvor gesehen haben. Es hatte einen Grund, warum wir die Ecke abgesperrt haben. Ich frag mich. Resource. Ihr könnt all das werden, was ihr wollt, mit genügend emotionaler Energie. Jetzt versucht euch zu verwandeln mit all der Kraft eines Reflektors. Verwandeln? Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht heißt das, dass wir mehr Kräfte haben, die wir benutzen können. Möglicherweise. Wie auch immer, ich habe mich schon ein bisschen
今ならこの先に進んでも大丈夫かも。Wie auch immer, wir sind jetzt mehr daran gewöhnt zu kämpfen. Es sollte okay sein, wenn wir weitergehen. Ich sehe das genauso. Ich finde, wir sollten es versuchen. Okay. Lasst uns gehen. Da ist ein Monster. Kinyo, versteck dich. Kommt schon, Mädels. Wir können das schaffen. Okay, Ausrüstung. Shifting Gears, ja. Ja, aber wie gesagt, wir haben die Demo gespielt, da ist das alles schon erklärt worden. Also wir sehen jetzt das erste Mal eine Verwandlung. Ich glaube ab Gear 3 ist das dann. Natürlich stärker, wenn wir uns in einen Reflektor verwandeln konnten. Wir können den Gegner niederstrecken. Wow, was war das? Ich habe keine Ahnung. Bevor ich es bemerkt habe, waren meine ganze Kleidung anders. Aber ich habe mich so stark gefühlt. Mein Körper hat sich so leicht angefühlt. Es war, als könnte ich alles tun. Wir sollten in der Lage sein, eben weiter hier zu gehen, tiefer vorzudringen. Oh, das ist so cool. Ich will mich auch verwandeln können. So, wow, hier ist der erste Punkt. Was ist das? Ich frage mich, ob es sicher ist, das zu berühren. Lasst es uns sehen. Bist du in Ordnung? Du bist nicht verletzt, oder? Mir geht's gut. Entschuldige, dass ich dich immer das tun lassen muss. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Wir sind Freunde, oder nicht? Was war das? Habt ihr diese Stimme gehört, Mädels? Es hat sich fast so angehört wie die Erinnerungen von jemandem. Was zum Teufel ist diese Welt? Vielleicht sind das die Erinnerungen, die wir verloren haben? Unmöglich, das kann nicht sein.
Scheint, als wäre das vielleicht eine Erinnerung von Kokoro. Ach, das ist weg. Wir sammeln fleißig und erledigen hier die Gegner. Immerhin wollen wir ein höheres Level erreichen. Ich glaube, wir müssen gleich mal heilen. Oh, ist ziemlich verletzt. Kein Auto. Oh nein, ich bin auf Auto gekommen. Ich konnte sie nicht mehr heilen, leider. Das sollte jetzt überhaupt nicht kein Problem sein, dass wir kurz eine Heilung durchführen. Und es gibt ja noch genügend andere, die die Gegner angreifen können. Scheint ihm ja am meisten Schaden zuzufügen hier. Warmer Sand haben wir bekommen. Oh, was ist jetzt? Da scheinen starke Dämonen zu sein. Die fragen sich, ob sie nicht irgendeinen Weg finden, um die Dämonen zu umgehen. Wir sammeln hier aber erstmal alles, was wir finden können. Ich weiß, man kann übers Dach gehen und hier unten drunter durchkriechen. Wir kriechen hier erstmal durch, weil rechts sind einige Sachen, die wir noch einsammeln können. Und immerhin sind wir hier, um Materialien einzusammeln. Eine Mülltonne. In den Mülltonnen scheinen wir immer Münzen zu finden. Ich war mal gespannt, wofür wir die benutzen können. Da ist noch eine Mülltonne. Okay, hier ist aber nichts drin. Ne? Ich meine, es ist ja auch angedeutet, aber hätte ja sein können, dass wir die öffnen können. Okay, das Monster lässt uns nicht vorbei. Dann wirst du jetzt von uns fertig gemacht. Starke Gegnerattacken. Genau, das war auch in der Demo. Der kann eine starke Attacke machen und somit unsere Damage Gauge zurücksetzen. Oder unsere Combo, ja gesagt. Und die wollen wir natürlich beschützen. Er hat er sich ja nicht geladen. Aber wir müssen sie auf jeden Fall heilen. Sie muss auf jeden Fall heilen. Wir beschützen unsere Combo. So,
So, sie hört sich diesmal selber, die Irene. Rollen hier sind ja ziemlich eindeutig. Das bleibt mal in Licht. So, das war's für den. Aber den Eindruck, der ist schneller K.O. gegangen als in der Demo. Und wir haben Level 6 erreicht. Gildan Sphero gelernt. Ich glaube, war hier oben nicht noch was? Konnte ich hier nicht noch ein Ei einsammeln oder irgendwie so? Konnte nämlich noch hier rüber balancieren. Du bist mehr als mit einem Kratzer. Nicht davon kommen, wenn du hier runterfällst. Na, willst du ein Wettrennen machen, wer schneller rüberkommt? Okay. Das ist gefährlich. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen mehr vorsichtig wären? Wie könnt ihr zwei dabei nur Spaß haben? So, ab zum Ei. Also ich vermute, dass wir Ei zu töten bekommen. Ein großes Ei. Okay, und wenn wir da rüber gehen, haben wir den Teil der Demo geschafft, denn hiernach war sie zu Ende. Dieses Riesenmonster erschienen ist, da endet die Demo. Das Ding ist riesig. Das ist gar nicht gut. Es scheint viel stärker zu sein als die anderen Monster, die wir bekämpft haben. Zufällig wird eine Mission gestartet, die Schleichmission genannt wird. Und das kann immer passieren, während wir erkunden. Da müssen wir uns halt verstecken und dass der Gegner nicht auf uns aufmerksam wird. Ja, und wir scheitern in der Mission, wenn der Gegner uns sieht oder uns berührt. Und wir können unsere Waffe nicht schwingen während einer Schleichmission. Okay, wir müssen ans Ziel kommen. Oh hey, braucht ihr irgendwas? Da ist so ein Riese und da sind auch massenweise andere Gegner. Resource. Haben wir eine Kraft, die sich darum kümmern kann? Ich glaube nicht, dass ihr ihn schlagen könnt, so wie ihr jetzt seid. Ich vermute, wir müssen es versuchen und sie uns sehen lassen. Ich glaube nicht, dass ihr jetzt besiegen könnt, aber ich erzähle euch was, damit ihr darüber schleichen könnt.
Ihr könnt eure Ringe benutzen, um zu spüren, ob irgendwelche Dämonen um euch herum sind. Dämonen aufspüren? Wenn ihr eure Kräfte auf den Ring fokussiert, könnt ihr spüren, wo sich Dämonen aufhalten. Was es uns überlässt, ob wir den Dämonen ausweichen oder nicht, das macht es wirklich einfach. Lasst es uns versuchen. Okay, die Kreistaste, damit können wir den Suchmodus aktivieren. Wir können nicht vorwärts laufen, aber wir können die Reichweite vom Gegner sehen. Wie, denn schleichen wir hier doch mal herum? Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Kann was einsammeln, aber hier... Hier komme ich her. Ja, genau, die wollen zum Haus rüber, aber da können wir nicht hin. Es scheint zu gefährlich zu sein, weiterzugehen. Komme ich da hoch? Bin ich umgedreht? Ich hoffe, da dreht sich jetzt keiner um und ich komme hier hoch. Scheint doch gut geklappt zu haben. Das erinnert sie an eine Balanceübung aus der Gymnastikklasse oder aus dem Sportunterricht. Oh, er ist weg. Ach, er hopst hier in die nächste Ebene. Der ist hinter uns her, darf uns nicht finden. Das scheint das Item zu sein, das wir brauchen. Wir müssen uns halt an ihm vorbeischleichen. Ich denke mal, der soll uns halt den Weg versperren, damit wir nicht zu weit hier gehen. Damit wir nur so viel erkunden können, wie die aktuell möchten. Und die Mülltonne hat Dreck drin. Nein, es ist Ton. Wie ist das Zeug überhaupt hier hingekommen? Aber es kann benutzt werden, um Löcher zu füllen. Also nehmen wir es mit zurück. Das macht Sinn. Da sind ja noch mehr Fähnchen. Ich denke mal, da sind noch mehr Gegenstände, die wir finden müssen. Hä? Eine Falle? Wir nehmen sie besser mit. Wir sind bestimmt in der Lage, das Loch zu stopfen. Ah.
geh von mir weg. Ich muss aber einmal darüber kommen. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist aber alles ein bisschen eng hier. So. Da, hinter der Gasflasche. Ach, jetzt hat er uns gesehen. Warum machen die uns... Ja, wir sind entdeckt worden. Lass uns hier rausgehen. Warum wurden wir entdeckt? Weil die uns irgendwie aus diesem Modus hier gekickt haben. Warum auch immer. Weg mit dem Rot. Obwohl das ja eigentlich, wenn ich hier krieche, finde ich, nicht aktiviert werden sollte, dass die uns finden können. Warum kommt denn der Riese jetzt hier rüber? Och, das war gemein. Man hat das ja gar nicht, da war doch nichts Rotes. Die sagen uns jetzt, dass wir uns besser verstecken müssen. Wir sollen unter den Häusern oder auf den Dächern entlanglaufen, aber das tun wir. Und da war gerade keine Ruhe, wo wir da rausgekommen sind. Programmierung hat uns auffliegen lassen. Das erste Mal, weil wir einfach hingestellt wurden und aus dem Schleichmodus geschmissen wurden. Und das zweite Mal war es ja gerade gar nicht angezeigt, dass es da rot war. Oh. Ich glaube, wir gehen doch unter dem Dach her. Scheint es ja gerade sicher zu sein, dann können wir auch hierher laufen. Bin ja auch nicht sicher, wie stark sollen die Gegner dich denn sein? Vielleicht hätten wir die oder können wir die ja auch besiegen, wenn die uns lassen würden. Jetzt guckt er schon wieder da unten drunter. So, hoch da. Ich hoffe, das klappt dieses Mal. Ja, schon wieder ist die Kamera weg, aber das sollte diesmal klappen. Ist das Klebeband? Wir nehmen es besser mit. Wir sind bestimmt dazu, oder wir können es bestimmt für irgendwas gebrauchen. Okay, mit den Sachen können wir das Loch bestimmt stopfen. Ich denke, wir können jetzt zurückgehen. Lauft! Jetzt! Das Ding ist definitiv schlechte Neuigkeiten. Wenn da mehr von diesen Viechern sind, die wir gerade gesehen haben, müssen wir noch vorsichtiger sein, wenn wir tiefer reingehen. Richtig. Wenigstens haben wir Sachen bekommen, um das Loch zu reparieren, nicht wahr? Ja, lasst uns zum Werkraum gehen und etwas damit machen oder etwas damit herstellen.
Okay. Also die Erinnerungsfunktion wurde freigeschaltet, wenn wir was machen. Und wir können immer neue Sachen bekommen, wenn wir mit Charakteren sprechen. Und hier ist das Reparatur-Kit für das Loch. Und da haben wir zum Glück alles dabei und können das jetzt herstellen. Teamwork nenne ich das. Alles fertig. Das sollte dieses blöde Loch endlich beseitigen. Okay, lass es uns versuchen. Ich glaube, das sollte halten. Yuki schüttet etwas Wasser vom Dach runter, oder? Ja, und wir kontrollieren, ob das Wasser durchläuft oder nicht. Was für ein geschäftiger Tag das gewesen ist. Ja, und auch gefährlich. Ja, es war etwas beängstigend. Aber ich fand auch, es war etwas spaßig. Wie ich schon gesagt habe, ich habe viel mehr in mein Tagebuch zu schreiben, seit du hier angekommen bist. Mir ist etwas aufgefallen, als ich durch meine alten Einträge gegangen bin. Wir haben jeden Tag exakt gleich verbracht. Aber jetzt arbeiten wir zusammen und machen alle möglichen Dinge. Ich hab Spaß. Wir sind hier oben fertig. Wie sieht's bei euch aus? Hallo, ist irgendwas passiert? Ich glaube, es fließt nichts durch, oder? Es sieht so aus, als wäre es okay. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir sollten es Yuki und Rena sagen. Mission accomplished, Trophy. Mission geschafft. Ich bin froh, dass es alles gut ausgegangen ist. Es waren ein paar gefährliche Situationen dabei. Ja, wahrscheinlich sollten wir nicht zu tief in die Ferne gehen. Es ist viel zu gefährlich. Aber das ist genau dort, wo wir hin müssen, wenn wir Informationen bekommen wollen, wie wir dich nach Hause bekommen. Möchtest du aufgeben? Nun, wenn es in der Lage wäre, nach Hause zu gehen, natürlich würde ich wollen. Aber ich kann euch alle deswegen nicht in Gefahr bringen.
Keine Sorge, alles wird gut werden, irgendwie. Ich bin auch einfach hier aus dem Nichts ausgetaucht. Also, wer sagt, dass es nicht einfach so geht, dass ich auch genauso nach Hause kommen kann? Ich denke, wir sollten tiefer in die Ferne gehen. Kokoro? Was? Kokoro? So, ne. Ich stimme dir zu. Wir sollten es so gut untersuchen, wie wir nur können. Du auch, Rena? Ihr zwei wisst schon, wie gefährlich das ist, oder? Ja, aber selbst wenn. Außerdem, diese Erinnerungen, die wir in der Ferne gesehen haben, ich glaube, sie könnten meine sein. Was? Ernsthaft? Ja. Seit dem ersten Mal, wo wir reingegangen sind, habe ich es gefühlt, als ob ich das alles schon vorher gesehen habe. Also, wenn wir es alles erforschen, vielleicht bin ich in der Lage, meine Erinnerungen zurückzubekommen. Und vielleicht lernen wir auch etwas über Aos Welt. In Wirklichkeit, nein. Ich muss zugeben, dass meine Gründe etwas eigensüchtig sind. Wenn diese Erinnerungen deine sind, dann sind meine vielleicht auch irgendwo da drin. Wenn das der Fall ist, dann ist es auf einmal alles wert, weiter zu gucken. Es wird Spaß machen, solange wir alle zusammen sind. Wir möchten gerne, dass du mit uns kommst. Okay. Alles klar, unser Abenteuer soll morgen starten. Wir sollten zu Bett gehen, es wird ein großer Tag werden. Ja, du hast recht. Gute Nacht. Gute Nacht. Einfach so haben wir uns dazu entschlossen. Auch wenn unsere Erinnerungen fehlen und wir keinen Weg nach Hause haben, haben wir vier uns weiter bewegt. Auf der Suche nach etwas Neuem. Um unsere Erinnerungen zu finden. Um einen Weg nach Hause zu finden. Und
um dieses spezielle, wichtige Etwas zu finden. Chapter 1 Emotions Shimmering in the Head. Was für ein wunderschöner Morgen. Sollen wir in die Ferne gehen? Ja, lass uns an dem Ende der Treppe treffen, wenn wir fertig sind. Oder wenn wir unsere Vorbereitungen getroffen haben. Wir können jetzt unser Outfit wechseln. Ja, wir können die Sommeruniform anziehen, den Canary, den grünen Bikini und ein Makeover, Extreme Makeover Swimsuit. Und wir können auf dem Sofa oder den Betten im ersten Flur schlafen. Und manchmal kann man nicht schlafen, je nach Event. Uiuiuiui, so, das war jetzt ziemlich lange. Und ein wunderschönes Intro mit einer schönen Musik. Und lasst doch ein Like da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Eure Neko. Tschüss.